Das ist vielleicht die zukünftige Hacker-Elite. In einem Berliner Hinterhof treffen sich junge Menschen, die Spaß am Programmieren haben und die sich gerne darüber austauschen. Dazu kommen sie hierher, ins sogenannte Coder-Dojo. Denn an Deutschlands Schulen ist programmiertechnisch eher wenig los. Coder-Dojo ist ein weltweites Netzwerk von Programmierclubs für Kinder. Hier erklären ehrenamtliche Mentoren den zukünftigen Hackern, wie ein Computer funktioniert. Tiffany Conroy organisiert das Coder-Dojo in Berlin seit November letzten Jahres. Für mich ist es nicht wirklich wichtig, dass Kinder früh programmieren lernen. Hauptsache, sie verstehen überhaupt, dass man Computer programmieren kann und dass sie keine Magie sind. Im Coder-Dojo erfahren Kinder, dass Computer nicht nur Geräte zum Spielen oder zum Konsumieren von Medien sind, sondern dass sie Werkzeuge sein können, um Eigenes, um Neues damit zu erschaffen. Der 8-jährige Julius ist heute schon zum zweiten Mal hier. Ja, ich habe einen kleinen Kurzfilm gemacht. Mit einer Rakete fliegt man dann von der Erde zum Mars. Vom Mars fliegt die Rakete dann nach oben rechts. Dann wird ein Space Shuttle raus. Das Space Shuttle fliegt einmal um den Mars herum. Und dann macht es mit Vollgas auf die Erde wieder zu. Mit der kindergerechten Programmiersprache Scratch ist das auch gar nicht so schwer zu lernen. Das findet auch Mia. Weil ihr Programmieren so gut gefällt, reist sie extra aus Braunschweig an. Mir gefällt besonders, dass es so viele Leute gibt, die einem das beibringen. Und dass sie auch sich alle Zeit nehmen, weil die könnten ja auch sagen, ach nö, ist ja egal, was die lernen. So werden die Kinder schnell selbst zu Experten. Und das hilft ihnen, unsere durchdigitalisierte Welt zu verstehen. Deutschlands Schulen verharren hingegen mehrheitlich noch in der vordigitalen Zeit. Während etwa in Estland schon Erstklässler programmieren und es auch in Großbritannien demnächst Programmierunterricht in den Grundschulen gibt, grübelt man in Deutschland noch darüber, ob Informatik überhaupt zur Allgemeinbildung gehört. Im Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport sieht man jedenfalls keinen Handlungsbedarf. Nein, also es gibt keine Bestrebungen, ein eigenes Unterrichtsfach einzuführen, zumindest nicht im Land Brandenburg. Ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist. Die meisten Kinder und Jugendlichen eignen sich das Thema ohnehin sehr spielerisch, sehr früh und sehr eigenständig an. Anders ausgedrückt, wer programmieren lernen will, soll sich gefälligst selbst darum kümmern. Auch andere Bundesländer sehen keinen Handlungsbedarf. Auch noch nicht im Jahr 25 nach Erfindung des World Wide Web. Lediglich in Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ist Informatik Pflichtfach. Ansonsten wird Informatik höchstens als Bestandteil anderer Fächer oder als Wahlpflichtfach angeboten. Kritiker glauben, Deutschland schieße sich durch sein zögerliches Handeln ins digitale Abseits. Schließlich wird heutzutage jeder Fahrstuhl durch einen Computer gesteuert, jeder Mittelklassewagen und jeder Kaffeevollautomat. Und die müssen alle programmiert werden. Die Berliner TU will mit dem Projekt Dein Labor Schüler fördern. Claudia Ermel, die das Programm seit 2012 leitet, macht sehr gemischte Erfahrungen mit den Klassen, die zu ihr kommen. Also einige Schulen verlegen sich mehr darauf, Standardsoftware beizubringen, der Umgang mit Word oder Excel beispielsweise, dass sie da Firmen werden, die Kinder. Und in anderen Schulen wird eben dann doch mehr Wert gelegt auf Programmieren. Im Jahr 2014 ist es oft noch völliger Zufall, ob und was ein Kind an einer deutschen Schule übers Programmieren lernt. Abhängig von der Ausstattung der Schulen, von der Motivation und von dem Know-how der Lehrer. Eine Strategie, ein Plan für die Zukunft, sucht man vergeblich. Private Projekte wie das Coder-Dojo werden also wohl für viele Kinder noch lange die einzige Möglichkeit sein, den Computer beherrschen zu lernen, statt ihn nur zu bedienen.